So. Bleib mal stehen. Soll ich den 12-Mode nicht rausmachen? Hä? Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Im Bett haben wir ja letzte Folge aufgehört und es ist wunderbar, schöner neuer Tag. Wir haben es kurz nach um 10 am Samstag. Und wir hatten ja in der letzten Folge Besuch da. Mal gucken, ob der noch da ist. Den hatten wir ja hier reingefrachtet. Nein, der hat sich erholt. Der ist wieder nach Hause. Der wird bestimmt wieder mit seinem kleinen grünen Gefährt rum durch die Gegend düsen und wieder die Welt unsicher machen. Unser Cousin, Onkel, keine Ahnung, war zu Besuch. Den haben wir einfach mal mitgenommen. Der hat sich mit einem LKW angelegt. Und dann haben wir ihn einfach mitgenommen, dass er sich hier mal erholen kann, haben ein Bierchen zusammen getrunken und dann sind wir auch ins Bettchen gegangen. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, unter diesem Video in der Beschreibung findet ihr einen Link zu allen Folgen von My Summer Car. Da draufklicken, ganz runter scrollen und dann findet ihr die entsprechende Folge. So, ich stelle fest, die Mod funktioniert immer noch nicht. Es ist wieder das Original, ist nicht so schlimm. Heute werden wir nicht so viel Spannendes machen. Wir sind bei Folge 198, das heißt, heute in einer Woche ist es soweit. Die 200. Folge erwartet uns von My Summer Car. Das ist schon ein Urstein. Eieieiei, wenn man mal so, wie viele Folgen sind so eine Episode? 10? 20? Keine Ahnung. Selbst wenn wir sagen, wir sind 20 Folgen, ist eine Episode, ne? Sind wir bei, ja, 10 Episoden mittlerweile. Bei 20 Folgen. Wenn man sagt, nur 10, dann dementsprechend das Doppelte. Eieieiei, gut. Wie gesagt, heute wird jetzt nicht so viel passieren. Ich würde gerne mal hier zu Hause nämlich warten, ob wir endlich mal einen Anruf von der Werkstatt kriegen, dass wir unser Auto abholen können. Weil auf den Anruf warten wir eigentlich schon lange. In der letzten Folge hat es ja auch geklingelt. Da hatte ich etwas Hoffnung, dass es funktioniert. Nein, da war es wieder die Oma, die uns eine Bestellung aufgedrückt hat. Die werden wir dann auch gleich mal zusammenpacken. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir erstmal den Traktor jetzt hier aufräumen. Beziehungsweise den Anhänger. Zack. Quasi ein bisschen vorbei. Oh, eine Schieflage. Das ist voll uncool. Ist das sein fucking Ernst? Da. Wieso ist denn das schief? Das weiß keiner. So. Bleib mal stehen. Soll ich den 12-Mode nicht rausmachen? Hä? Oh, weia, was ist das denn jetzt? So kann ich niemals fahren. So kann ich niemals fahren, ey. So kann ich den Anhänger nicht mal andocken. Was ist denn hier los? Hallo? Kann mir das bitte einer erklären? So. Rückwärtsgang. Ich kann auch. Das kann das nicht anpassen hier. Ich sehe es nicht. Oder? Das ist zu schief. Jetzt. Okay. Wenigstens das hat geklappt. Eieieiei. So, erster Gang. Let's go. Einmal wenden. In besoffener Schieflage. Ich hab mit gehoben. Letzte Nacht. Kann ja mal passieren. So, was ist, wenn wir jetzt anhalten? Hier ist gar nichts. Nö. Allgemein Schieflage ist heute angesagt im Fahrzeug. Okay. Das ist ein bisschen nervig. Gut, machen wir das Beste draus. Oh,
Schieflage, herrlich. So, gewohnt wollte ich den Blinker drücken, gibt's gar nicht bei dem Traktor. So. Zack. Ich muss vor allem umdenken jetzt hier. Gerade fahren, jetzt stopp. Rückwärtsgang. Oh Mann, das wird was. Das kann nicht werden. So. Ja, Mann. Nein, 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 nein. Oh. Einmal die falsche Richtung, das war's. Einmal die falsche Richtung, das war's. So. Neuer Versuch. Nein. Nicht zu viel Gas. Das sieht gut aus. Hochkonzentriert. So, 12 Volt mal raus. Also mit Schieflage ist echt schwer zu fahren. Uhlalalala. Aber dafür würde ich sagen, haben wir das eigentlich perfekt gemacht. Guck, viel Platz ist nicht mehr, aber passt. So. Abkoppeln. Quatschen. Jetzt abkoppeln. Dankeschön. So. Zack. Drive mal. Schieflage. Oh mein Gott. Ist das jetzt bei jedem Fahrzeug so? Dann wäre das richtig kacke. Aber sag mir keinen. Briefkästen. So. Müssen wir auch die Fahrzeuge alle ordentlich stellen hier. Zack. Weil so wie sie gerade stehen, sind sie alle irgendwie ein bisschen querbeet, ne? So. Entschuldigung, Rückwärtsgang, Dankeschön. Und dann fährst du noch mit Schieflage. Das kann ja nicht stören. So. Den würde ich jetzt so abstellen wollen. Den würde ich jetzt so. Hallo, Drive Mode. Jetzt. Raus hier. Das geht ja nicht. So, kicken wir mal. Ja, das können wir so lassen. Zack. Zack. Hier, Gott sei Dank. Ich dachte schon, hier müssten wir jetzt auch in Schieflage. Aber hier ist es zum Glück nicht. So. Come on, come on, come on, come on. Nee, Drive Mode rückwärts. So. Dann haben wir was, das Wagen von Satsuma. Die gute wow. Gute Rostlaube. So, zack. Läuft, läuft. So, rückwärts. Wow. Komm, reiß dich zusammen. Vorsicht, Tür ist offen. Nicht dagegen fahren. Ja. Dann fahren wir mal alles rückwärts hier, ey. Okay, zack. Türe rauf, raus, zack. Hätte noch ein Stück. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne?
Alles geht schon. So. Zack. Kommen wir wieder an die Tür nicht. Sehr schön. Jetzt sitzen wir auch gerade. Jetzt geht. Ach nee, das war ja vor uns. Das war im Traktor. Entschuldigung. Wir fahren in den Transporter gerade. So. Hallo? Zündung? Zack. Auch das ist ordentlich geparkt. Sehr schön. Ja. So gut wie. Und jetzt kommt der Traum der Träume. Oh Mann. Zack. Gut. Automatik. Erstmal Bremse betätigen. Rückwärts. Warum eigentlich bloß rollen lassen? Auf jeden Fall enorm. Wenn der Kreis. Das hat nicht so geklappt wie gedacht. Ja. Zack. Passt er hier rein? Rein theoretisch musst du ja reinpassen ohne Probleme. Hör doch mal auf, es ist nicht mein Auto. Ich muss pfleglich mit ihm umgehen. Parken, zack. Drive Mode, Türe zu. Ich sagte Türe zu. Das reicht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht wieder gut aus. Zack, hier kommt zwar hier nicht runter. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts zu sehen, oder? Ich würde gern mal. Hallo? Schaffen wir nicht. Gut. Zack, so ist es. Okay. Selbstgebrannter Killio. Haben wir den nicht schon mal aufgeräumt? Gut, dann machen wir das gleich heute hier mit jetzt. Zack, zack, zack. So. Ich hoffe, der Typ von der Werkstatt ruft mal an, ey. Selbstgemachter Killio. Gut, zack, dann einmal da hinten in die Ecke gepflanzt. So, Rucksack auf, zack, 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 zack. So, zack. Ja, nichts durcheinander bringen, Jungs. So. Zack. Da ist das auch erstmal aufgeräumt. Was ist das? Saft. Wo kommt der Saft plötzlich her? Genauso die Packung Wurst auf dem Tisch. Ich habe keinen Plan. So, wir haben eh Hunger. Zack. Nee. So. Okay. Wir haben auch Durst. Dann können wir uns darum gleich mal weil der Stress steigt. Warum auch immer. Ich weiß es gar nicht. So.
Dann gehen wir uns jetzt hier auch gleich noch eine Dusche. Weil wir gucken erstmal, ob wir alles jetzt soweit durch haben. Das ist aufgeräumt, das kann bleiben. Der LKW, der passt da, wo er besteht. Das ist aufgeräumt. Perfekt. Kann man die Tür nicht zumachen? Warum kann man die Tür eigentlich doch mit der rechten Maustaste? Zack. Sieht keiner. Fertig. So. Noch schneller, wenn es geht. Noch schneller. Zack. Zack. Und rinn in die Dusche. Ach, ist das schön. Vielleicht noch ein bisschen mit Pipi machen drunter. Alles im einen Aufwasch. Ah, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ich würde auch gerne mal wieder in die Sauna gehen, aber ich habe Angst, dass das Haus wieder abfackelt. Liegt mir nicht so gut. So. Das ist auch alles erledigt. Jetzt haben wir noch Stress. Ah, so, der verfügt auch gleich. Hier haben wir unseren Stuhl. Ah, so, erstmal ein kleines Zigarettchen. Ah, sehr schön. So, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon für diese Folge. Heute war es echt nicht so spannend. Wir haben ein bisschen umgeparkt. Ja, der Traktor, siehst du den Traktor, das testen wir gleich noch. Den hatten wir in Schieflage gefahren, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und haben bloß mal ein bisschen Ordnung gemacht und haben gehofft, dass der Werkstattfuzzi mal anruft, was aber irgendwie komischerweise nicht passiert, warum auch immer. Obwohl eigentlich, wie gesagt, die Windschutzscheibe ist schon eingesetzt. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das Auto trotzdem fertig ist. Ich warte immer auf den Anruf, weil der will ja auch seine Karre wieder haben. Und dieser Anruf kam aber bis jetzt noch nicht. So, wir setzen uns nochmal kurz in den Traktor rein. Dann sind wir am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car. Folge 198. Nächste Woche Dienstag kommt Folge 199. Und dann am Donnerstag nächste Woche, ja, fett ankreuzen, kommt die 200. Folge von My Summer Car. Jetzt können wir auch richtig gerade sitzen. Warum auch immer, wer weiß, was das für ein Bug war. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr Wünsche, Vorstellungen, Anregungen zur 200. Folge, was wir da machen, was wir tun oder lassen sollten, dann schreibt einfach mit unten in die Kommentare. Wollt ihr auch mal gegrüßt werden? Dann schreibt es auch ebenso mit in die Kommentare unten rein und dann werdet ihr in der nächsten Folge auch gegrüßt. An dieser Stelle schönen Gruß an Romuald vom Baro-Team. Schöne Grüße gehen raus an dich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auch wenn es nicht so spannend war, hoffe ich, dass es trotzdem euch gefallen hat, diese Folge. Wenn du uns siehst, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Abo, damit unterstützt ihr mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.